Es freut mich sehr, dass wir jetzt nach so langer Zeit unserer Zusammenarbeit endlich mal diese zwei Sammlungen in einen Dialog führen. Damit einher geht euer 100-jähriges Jubiläum und damit verbunden vier großzügige Schenkungen an das Museum. Werke, die wahnsinnig wichtig sind für unsere Sammlung, von denen wir uns trotzdem trennen, weil wir sagen, dass sie in einem Museum von mehr Menschen gesehen werden. Elmgren und Draxe, das Meldeamt und natürlich auch Tour Greenford sind politische Arbeiten. Das Meldeamt hat auch nichts von seiner Aktualität verloren, obwohl es von 2003 ist. Es spricht natürlich noch viel mehr jetzt von dieser Bürokratisierung. Damit sind wir ja jetzt konfrontiert. Dass die Künstler da schon geahnt haben, was sich entwickeln konnte. Künstler sind die Seismografen unserer Zeit. Genau. Nicht nur die Übereinstimmung der Künstlerinnen und Künstler unserer Sammlung war natürlich interessant, sondern wie der Dialog wirklich sich in den Räumen entwickelt hat. Sarah Morris und Liam Gillick waren ein Paar, sind daher in ihren Werken sich sehr nah. Und es ist natürlich ganz schön, dass Liam Gillick die Musik für den Film von Sarah Morris gemacht hat. Sind Künstler in der Ausstellung, die den Bogen bilden aus den 60er Jahren in unsere Gegenwart. Isa Genskin wächst ja auch auf mit der Minimal Art und der Konzeptart der 60er Jahre. Dass Heimo Zomerlik und Isa Genskin so gut zusammengeht, war natürlich jetzt ein Experiment, aber ich denke, das hat sehr gut funktioniert. Die Arbeit sind ja beide von uns und das hätten wir, glaube ich, nie zusammengebracht. Wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber da lerne ich auch ganz viel. Tour Greenford hat mich selbst überrascht, weil ich im ersten Moment natürlich gedacht habe, die Arbeiten seien so unterschiedlich, dass ich sie kaum zusammenbringe. In einer Bürosituation kann man das natürlich nicht einfach positionieren, aber es ist eine wichtige Arbeit und die muss gezeigt werden. Diese ökologischen Fragen, die heute mit unseren Trinkwasserressourcen verbunden sind, wird von dieser jüngeren Künstlergeneration wieder aufgenommen. Und das in dieser Skulptur der Medusa zusammenzubringen, funktioniert erstaunlich. Harrison Evans ist noch ein schönes Beispiel, weil es wirklich richtig zwei Hauptwerke sind, sowohl in unserer Sammlung als auch in ihrer Sammlung. Der Acephal von Wynne Evans war auch eine sehr frühe Arbeit bei uns, die wir wirklich lange Zeit auch im Vorstandsbereich gezeigt haben. Das war ein Eintritt in die Sammlung, da wusste man schon, okay, hier passiert was. Hier geht es wirklich um gesellschaftsrelevante Themen. Dann Carison Evans' Werke sind aufgeladen mit hochemotionalen Inhalten. Das ist ein ganz berühmtes Zitat von James Merrill. Die Bäume, die Wolken, abends die Sterne. Es gibt diesen Dialog mit draußen.